Moin moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Wir spielen jetzt Vermächtnis des Terrors. Die Story. Ich weiß halt nicht, welcher Planet, ist ja auch egal. Und ja, das dürfte das letzte Kapitel der Count Dooku Story sein, die für mich gefühlt relativ schnell zu Ende ging. Und ab geht die Party. Ich versuche wieder einen wahren Jedi zu sammeln. Erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Ich habe die Lippe aufgerissen. Boah, Mann. Ich habe mir auf die Lippe gebissen, aus Versehen. Das blutet jetzt ein bisschen. Das ist natürlich scheiße. Aber egal. Soll uns nicht stören. Wir gehen wieder weiter vor. Warte mal. Hier ist schon mal was Schönes. Und natürlich nur wieder mit roter Macht drankommen. Das ist natürlich wieder blöd. Oh, geile Sache. Wie sieht's hier aus? Auch mal ein bisschen was? Ja. Dingens hier. Du. Guck mal nach Cody. Und Feuer. Dauert zwar ein bisschen länger, aber es ist effektiv und funktioniert. Das Ganze nochmal. Hier. Und auch kaputt. Sehr schön. Das würde es durch, dass ich nach jedem Auftritt wieder neu anheuern muss, sozusagen. Aber jetzt kommt das letzte. Dann haben wir das auch schon geschafft. Jawohl. So, jetzt nehmen wir wieder hier Anakin. Das hatten wir schon. Das Späßchen. So, hier. Gießen mal kaputt. Natürlich die Frage, wie komme ich jetzt da oben dran mit einem Klon? Wahrscheinlich gar nicht. Doch wahrscheinlich, wenn ich hier durchswitchen kann, dann müsste das funktionieren. So, und du gehst jetzt mehr runter. Hep. Gibst du mir dein Geld? Jawohl. War dein Geld. Ja, okay, aber bitte nicht schießen. Oh, ein Kaktus. Warte, ich muss doch hier puzzeln. Was ist das denn? Die Teile gehen einfach weg. So, nice, das hätten wir schon mal. Hier gibt es noch ein bisschen Money. So, pass auf, wir müssen doch hier links hin.
natürlich die Frage. Für mich sieht es aus, als ob man hier nur mit roter Macht hinkommt. Oh, das war natürlich blöd. Stimmt natürlich gar nicht. Man kommt natürlich auch so hin. Okay, machen wir es erstmal weg hier. Stellen wir erstmal den ersten. So, dann kommt der hier hin. Ob das jetzt zu hoch war, weiß ich gar nicht. So. Und das dürfte schon für mich reichen als Jedi. Jawohl. So, da komme ich natürlich jetzt nicht weiter. Ne, das ist glaube ich das Falsche. Warte mal. Der kommt auf jeden Fall hier drauf. Nice. Hier haben wir noch ein bisschen Money. Da haben wir hier den Obi-Wan, der sammelt uns noch mal ein bisschen das Geld ein. Ich habe es noch schon nicht bekommen. So, wir machen die Tür auf. So gehe ich von aus, dass jetzt die Tür auf. Nein, die Tür geht auf. Ich habe, bevor wir reingehen, hier noch mal ein bisschen das Geld eingesammelt. Wer den Cent nicht wert, ist den Euro nicht wert. Oder auch wer die Silbermünze nicht wert, ist die seine Münze nicht wert. Okay, schlechtes Wortspiel. So, komm her. Sehr schön. Ja, hier gibt es auch wieder reichlich Geld. Oh, glaube ich, gerade schon. Ich hasse dieses Level. Das ist gleich mit der dicken Königin, wenn ich mich nicht irre. Und dann. Ich hasse dieses, diese Level wegen Dionysianern. Und die auch die Filme, die mag ich überhaupt nicht. Weil die für mich nichts mit Star Wars zu tun haben. Keine Ahnung wieso. Gehört zwar dazu, aber es hat für mich nichts mit Star Wars zu tun. Fragt mich nicht warum. Habe ich den blauen jetzt schon eingesammelt? Muss ich wahrscheinlich. Warte mal, waren hier nicht eben gerade noch ein paar mehr Klone bei? Komm, gib mir mal erstmal den Jedi. Die waren. Wir waren noch eben viel mehr Klone. So, 30.000. Haben wir auch schon fast. Haben wir jetzt die 30.000. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen mehr. Nett. Sehr nett. Den Rosen nehmen wir doch mal noch erst direkt mit. Oh Mann, Alter. Holy crap. Hier kommen wir natürlich nur mit dem Klon wieder dran. Das ist ganz gut. 2 von 5. Wie kriegen wir denn das jetzt hier auf? Na gut, egal, lassen. Hier das Spinnenbeben nochmal abreißen. Nochmal 2000, glaube ich, sind das. Die uns hier zustehen. Ja, das ist natürlich auch noch meiner. Und wir haben schon die Hälfte geschafft. So, sehr schön. Jetzt haben wir die Hälfte. Ach nee. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr als 50.000. So, da kommen wir natürlich nur mit R2D2 drauf. Ich nehme jetzt mal dann Jedi hier. Gut, hier kommen wir mit dem Klonemann nicht weiter. Der zählt nicht. Schade. Ich dachte, der zählt auch als einer von diesen Zahlen. Kleiner Tipp auch allgemein, wenn ihr Slender spielt, das ist ja hier in Anführungszeichen gerade ein bisschen gruselig, kleiner Tipp, wenn ihr Slender spielt, dürft ihr euch auf das Spiel nicht so wirklich konzentrieren. Klar konzentrieren wir auf das Spiel, aber die sind hier.
Slenderman arbeitet sozusagen damit, weil ihr euch jetzt aufs Spiel konzentriert. Und halt immer darauf wartet, dass es passiert. Und wenn es dann passiert, erschreckt ihr euch. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass wenn ihr halt... oh Gott, Mann. Siehst du, habe ich mich auf das Spiel konzentriert und... Weil ich weiß, dass was passiert und da bin ich mir schon wieder erschrocken. Ah, das ist natürlich blöd zu erklären. Ein Freund von mir hat das echt mal gut erklärt. Vielleicht kann ich ihn ja mal fragen, dann machen wir mal so ein Special-Video. Wo er den so gesagt, ja, so und so, so, macht ihr das und dann erschreckt ihr euch nicht. War doch mal ganz nice. Ich bin ja eher ein Feind von Creepypasta und so ein Scheiß. Von so Horror-Games, aber wäre doch mal ganz nett. Vielleicht kann ich auch Chris überreden, dass der sowas mal macht. Ich persönlich hasse sowas echt im Ernst. Ich mag das gar nicht. Aber soll's. Wer Spaß daran soll's machen, ne? Also mal hier ist ein Kopf und ein Arm. Das heißt so viel wie da fehlt noch ein bisschen was. Die Shadow kriege ich nicht kaputt. Ich muss das da oben runterschießen. Sehr schön, bringt auch ein bisschen noch Money. Ist auch, glaube ich, sogar der Sinn. Und nicht irgendwie für Minik hier zuständig. Dann dürfte sich hier unten der Gulli öffnen. Das sind ja Geonosianer, sind ja auch so eine Art Fliegen. Dann ist da der Vergleich mit dem Gulli noch schon ganz nett. Pass auf, wie ist denn das Teil aufgebaut? Dieser ist da, diesen Bein. So, da ist das andere Bein. Dann kommt hier der Unterkörper. Dann kommt der Kopf. Einer Arm. Und der andere. Oh, fuck. Der andere Arm. So, dann geht das natürlich auf. Kann ich die Statue jetzt eventuell kaputt machen? Nee, da nicht, dann gehen wir mal rein. Ach stimmt, das waren so Geonisianer-Zombies. Da hinten können wir natürlich jetzt nicht ran. Ich glaube, die kann man sogar nicht töten. Ich glaube, die leben irgendwann wieder einfach. Ich schieb immer davor. Genau, und hier können wir ja nur weiter mit einem Machtanbeter. Ist jetzt da eine Spinne? Warum ist denn da ein Spider-Droid? Wie geil ist das denn? Da hat keine Riesenspinne drin, da ist einfach so ein Spider-Droid drin. Oh, ich merke gerade, dass die Viecher auch ohne Beine laufen können. Dann wollen wir die mal kurz uns vom Halt schaffen. Hier, komm, klon, klon, klon. Klon. So, es ist sogar Sinn und Zweck der ganzen Sache. Sollen wir das ganze Geld einsammeln? Hier auch wieder nur mit einem Magnagan, um möglich reinzukommen. Was ist das denn eigentlich hier? Naja, egal. Und aus welchem Loch kommen die jetzt wieder, bitte? Achso, die kommen aus dem Loch. Na gut, das habe ich ja selber aufgemacht. Bin ja selber für verantwortlich, wegen. Die kann man auch nicht mit der Macht angreifen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der kommt ja immer aus der Wand hier, oder was? Wir brauchen übrigens noch eine Statue. Hey, Soldat. Hier. Du bist gemeint. Eine Statue brauchen wir noch, um die Nummer 5 voll zu bekommen. Ich will gar nicht mit denen kämpfen. Die machen eh keinen Schaden. Ich will schon Geld einsammeln.
lieber solche Feinde, die mir Geld bringen. Wie in einem Raumschiff-Level, wo wir einfach da die Feinde abschlachten konnten, da haben wir genug Geld gehabt. So. Ist natürlich unvorteilhaft jetzt, dass das hier natürlich zu ist. Aber wir haben ja schon fast die 100.000 erreicht. Hier ist nichts mehr. Dann brauche ich mal just einen Jedi. Und so, das bricht natürlich so zusammen. Dann kümmert euch da mal kurz drum. Ich weiß nicht, lösen sich die Teile jetzt auf hier oder muss ich die zerstören? Oder beziehungsweise, ah, ich kann sie zerstören, sehr gut. Dann dürfte das natürlich jetzt relativ easy sein, wenn es noch ein bisschen Geld zu holen gibt gleich. Nachdem ich das hier kaputt gemacht habe. Ich weiß ja nicht, wie lang das Level ist. Los. Das wollte ich schon immer mal erzählen. Ich bin gerade hier so am Labern und ich habe mich mal mit einem Mädchen getroffen. Ich bin eigentlich der Typ, der normal viel erzählt, sage ich mal. Im Display muss ich ja, bin ja gezwungen, relativ viel zu erzählen. Macht mir auch Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Weil dann hören mir die Leute irgendwie zu, schreiben mir nette Kommentare und so. Ne, auf jeden Fall, ich habe mich mit einer getroffen und die hat irgendwie auch nichts geredet. Da habe ich natürlich auch nicht geredet, weil ich dachte dann, nee, keine Ahnung. War doch immer. Sondern haben wir beide nicht geredet. Und da meinte sie so, ja, in den Let's Plays redest du doch auch mal. Und dann dachte ich, what? Wo weißt du denn, dass ich Let's Plays mache? Ja, das war wie richtig komisch. Auch irgendwie lustig. So, und da ist dieser fette Wurm, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aufgepasst. So. Diese Würmer, die er gerade im Mund hatte, die er gerade im Mund genommen hat, das sind solche Würmer, die halt die Toten dazu bewegen. Was auch immer. So. Und da die Klone noch Waffen haben, spiele ich natürlich auch mit den Klonen. Hä? Geht hier gar nicht. Hier sind die jedes einer Reihe. Ich kann natürlich jetzt. Gucken, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, ich muss den Turm da umbrechen. Jetzt schießt sie gleich solche komischen Kugeln aus ihrem Schwanz. Ja, sie schießt. Gott, hä, warum kann ich die nicht abwehren? Ich muss doch eigentlich mit meiner Macht die Kugeln so nehmen und. Oder schießt sie manchmal, also wie war das denn? Entweder schießt sie manchmal brauchbare Steine einfach durch Zufall raus. Ach, jetzt, okay. Nein, die wollte ich noch. Dreck. Die wollte ich oben in der Mitte machen, weil dann kann ich natürlich. Könnte ich jetzt easier drauf gehen. Komm, Frecke. Gut, sie schießt also manchmal brauchbare Steine. Das heißt, wir müssen einfach nur warten und den Kugeln ausweichen. Weil hier können wir ja momentan nichts machen. Kommt ein Lilana? Ja, sieht so aus, ne? Jawohl. Ist ein Lilana und kommt. Das ist jetzt zwar ganz oben. Ich habe die Mitte immer noch nicht ausgefüllt, aber wir können hier hoch. Könnten hier hoch, eher gesagt. Oh, so. Wir müssen hier hin. Nee, hä, was will der denn jetzt von mir? Muss ich jetzt noch auf einen warten, oder was? Jetzt dürfte wieder ein Lilana kommen. Warum auch immer wir jetzt die komplette Wand ausfüllen müssen, ich habe keine Ahnung.
Komm, kannst du nicht verrecken? Sammle ich erstmal hier das Geld ein. So, und brich mal just zusammen. Dankeschön. Wir müssen nämlich den ganzen Tempel zerstören. Ich würde jetzt einen Cut machen. Aber. Mist. Das ist noch nicht so vorteilhaft. Moment. Im Moment. Weil ich kann halt nur leider nur eine Folge aufnehmen. Komm her, Bombe. Ich kann halt nur eine Folge aufnehmen. Deswegen mache ich die jetzt relativ lang. Ich kann die Bombe mit Macht nicht benutzen, wa? Jetzt komm bitte. Jawohl. Also ich kann die heute nur eine Folge aufnehmen, deswegen ein bisschen länger. Damit ihr auch dann morgen was zu gucken habt. Alles klar, dankeschön. Gucken, gibt es eigentlich jetzt Geld, wenn jetzt nichts bringt? Ja, das bringt auf jeden Fall Geld, das ist gut. Komm, dann machen wir hier. So, dann sammeln wir. Oh, fail. Dann könnte ich theoretisch nur die Bomben noch mal ein paar Mal hier hinfliegen lassen. Dass wir auch jetzt noch mal ein bisschen Geld sammeln. Na toll, das war natürlich unvorteilhaft jetzt von mir. Ach, jetzt können wir auch noch kaputt machen. Gleich mitbekommen, dass noch was liegt. So, das hier noch. Und dann bräuchten wir nur noch diese. Ah, jetzt komm doch. Alter, was soll das denn? Wie? Ich muss noch X drücken, oder? Ach nee, okay, mit X geht's nicht. Ich muss das so machen. Wenn ich es jetzt hinbekommen würde. Manchmal schafft man es und dann schafft man es einfach manchmal gar nicht. Oh nein! Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, ich habe erstmal richtig viel Geld verschwendet. So, was baust du denn jetzt hier zusammen? Ein Skelett. Nice, muss als die Kantine Musik. Ja. Oh, was für hier noch runter? Komm, beende den ganzen Kack. So, jawohl, und komm, stürz zusammen, dankeschön. Jetzt muss ich. Jetzt bin ich schon gut beim Ende jetzt hier, und dann geht's jetzt ab. Verliert erstmal ihre Haare. Ja, sehr geil. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt laufen. Genau, wir müssen. Ach, geil. Hier direkt noch Steine auf dem Boden verteilt. Obi-Wan, ne? Genau. Blöd ist natürlich, dass ich jetzt nicht genug Zeit habe, um noch ein paar Steinchen einzusammeln. Oh, fuck. Das ist natürlich blöd, deswegen versuche ich jetzt am besten schön auf der Linie zu bleiben. Eventuell schaffe ich es mit Glück, den Waran Jedi durchzuziehen. Und sagst du, das haben wir geschafft? Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Alter, haben ja höchstens 5 Steine gefehlt. Ist wahrscheinlich jetzt schon vorbei, oder?
ärgerlich. Na gut, wir müssen es ja eh nochmal spielen. Aber. Ja. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Wahrscheinlich 99% oder was sagst du? Ach, was? Boah, Dreck, ey, Dreck. Ich wette, 130.000 hätten wir, waren die gehabt. Wir hätten 127, noch was. So, dann muss die anderen Steine zusammen. So, 18 Gold. Was, schon 18 goldene Steine? Und wir können die Story abschließen. Schon der zweite. Ne, was haben wir ja schon gesehen. Beziehungsweise gucken wir uns irgendwann später nochmal an. So. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, Freunde, wir haben 25,9%. Das bedeutet, wir haben jetzt gut ein Viertel geschafft. So. Ist noch was drin, wa? Ne. Ich will mal gucken. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch diese Mission von... Alter, Secure heißt sie gar nicht. Wie heißt sie denn? Dingens. Also Veterans, genau. Also Veterans. 6 Missionen nochmal und dann... Was übrigens 1, 2 und 1, 5, 6 ist bei... So, wir müssen jetzt noch Asia Ventress verfolgen, die 6 Missionen, die wahrscheinlich sich hier mit diesem Planeten zu tun haben. Und dann kommen, glaube ich, noch ein paar andere Missionen. Aber ich möchte nichts verraten oder beziehungsweise nichts sagen, was ich nicht weiß. Ja, deswegen würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, hau da raus. Bis zum nächsten Mal, eine längere Folge, euer Kai. Hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Möchte ich eigentlich jetzt ganz gerne öfters mal ein Video machen. Schreibt erstmal in die Kommentare, wenn euch das gefällt. Wenn ihr nichts schreibt, mache ich es trotzdem, auch wenn es euch nicht gefällt. Pech gehabt. Habt noch einen schönen Tag, haut raus, bis dann, euer Kai. Ciao, ciao.